hatte ich vor circa ein, zwei Monaten einen Traum gehabt. Und zwar ging es um die Erdrückung, wo Jesus zurückgekommen ist. Und zwar bin ich halt hier um meine Siedlung rumgelaufen. Und auf einmal hat sich der Himmel verändert farblich. Die Farben waren ungefähr so eine Mischung aus Orange, Rot und Gelb. Und zu dem Zeitpunkt haben sich alle Menschen, die in meiner Gegenwart waren, alle gleichzeitig angeguckt. Und jeder hat angefangen, halt Richtung Himmel zu schauen, also nach oben. Und auf einmal hat man gesehen, wie diese eine Person vom Himmel heraufgekommen, also hier herabgekommen ist, danke. Und jeder wusste direkt oder hat gemerkt oder hat gesehen, dass es Jesus war. Er kam mit einer großen Wolke herab. Auf einmal sind die, die schon bereits verstorben sind, mit Gott, sind wieder auferstanden. Genau. Und sie hatten eine andere Gestalt angenommen. Sie hatten ungefähr wie so eine Art goldliche Gestalt. Also sie waren alle so Gold und eine ganz andere Gestalt, als wie sie gestorben sind. Sie sind als erstes zu Jesus hinauf und sind quasi wie um Jesus also sie waren am Schweben um Jesus herum in so einem Kreis. Auf einmal sind die Leute, die noch bereits am Leben waren, auch in einer anderen Gestalt und sind nach oben zu Jesus, ebenfalls wie die vorher schon hinaufgestiegen sind, auch in der goldlichen Gestalt und sind auch weiter um Jesus herum am Schweben gewesen. Der Rest war halt noch weiterhin am Stehen und konnte sich sehen und war noch auf der Erde. Und plötzlich kam ein lauter Klang, beziehungsweise so wie so eine Trompete. Und jeder wusste auf einmal, was es heißt, und zwar, dass man sich vorbereiten muss, weil die Endzeit nun eingetroffen ist. Es waren nicht viele Gestalten oben bei Jesus am Rumschweben, sondern es waren mehr Menschen noch auf der Erde und weniger Gestalten waren oben bei Jesus. Und nach dem Knall ist quasi der Chaos in der Welt ausgebrochen. Ich kann mich noch erinnern, dass da Gestalten waren, die wir zuvor noch nie gesehen hatten, die irgendwie zum Beispiel aus der Erde plötzlich, die Erde ausgebrochen haben und sind quasi aus der Erde hinaufgekommen. Jeder hatte Angst und jeder hatte Panik und ist herumgelaufen. Wie gesagt, der Chaos ist halt ausgebrochen. Und zu dem Zeitpunkt hat dann jeder angefangen,
zu glauben, dass Jesus wirklich existiert, dass es ihn gibt, und wollte sich vorbereiten, ihm auch noch im Nachhinein zu folgen. Genau, und dann hat sich jeder nur noch angefangen vorzubereiten, indem die an Jesus geglaubt haben, die Bibel gelesen haben, gebetet haben. Und es wurde halt sehr schwer mit der Zeit, da es nicht mehr so einfach war, wie bevor Jesus zurückkam. Genau, und dann war auch der Traum zu Ende. Genau, und seitdem, also beziehungsweise seitdem ich seit mit meinem Bruder wieder ab und zu Bibelstunden mache, und wir auch über die Taufe gesprochen haben, bin ich seitdem öfters darüber am Nachdenken, mich taufen zu lassen. Und mir ist zum Beispiel auch noch eine Sache an mir selber seit den Bibelstunden aufgefallen. Und zwar war ich sehr ziemlich mit der weltlichen Musik verbunden. Aber seit diesen Bibelstunden habe ich selber gemerkt, dass es sich immer mehr und mehr falsch anfühlt, weltliche Lieder zu hören. Das hast du mir nicht erzählt. Und seitdem mehr, also denke ich mehr darüber nach, welche Taten ich mache und welche Konsequenzen es hat, beziehungsweise was Gott darüber denkt. Genau, und das war mein Zeugnis.